Hallo, liebe Volker Leser und Volker Schauer. Wir sind Gudrun Walter und Jürgen Treitz. Und wir wünschen alles Gute zum 25. Jubiläum. Und unser Wunsch wäre es, dass es noch 25 weitere Volkerjahre geben wird. Oder 250. Oder 2500. Alles Gute. Alles Gute. Mein musikalischer Werdegang hat eigentlich ganz normal in Anführungszeichen begonnen mit klassischem Blockflöten und Klavierunterricht. Als ich dann 13, 14 wurde, war klassisch Klavier zu spielen plötzlich uncool geworden und eine Gitarre musste ins Haus. Und nach einer ersten Phase mit Rock und Blues und überwiegend E-Gitarrenmusik hat mich dann ein Lehrer, der bei uns frisch von der Uni in die Schule kam, zur Folkmusik gebracht. Und mit ihm habe ich dann tatsächlich gleich nach dem Abi meine erste Folkband, nämlich La Marmotte, gegründet. Und bei mir war es tatsächlich eine musikalische Familie. Also meine Eltern spielen beide Geige, meine Mutter singt gerne Volkslieder. Die ist die Frau, die auch die dritte Strophe kennt von jedem Volkslied. Und mein Bruder hat dann mit 17 Jahren angefangen, irische Musik zu machen. Da war ich 5. Und so bin ich da reingewachsen, ohne den Unterschied zwischen deutscher, irischer und sonstiger Folkmusik in dem Alter wirklich zu kennen. Oder das war auch nicht wichtig. Hab dann einfach Geige gespielt und gesungen und das mache ich heute noch. Ja, was bedeutet Musik für mich? Das ist so eine große Frage, da könnte ich jetzt 2 Stunden lang reden oder gar nicht. Vielleicht einfacher, was bedeutet Folkmusik für mich? Das Wichtigste und das Besondere an Folkmusik für mich ist das Gemeinschaftsgefühl, das man erreichen kann, wenn man mit Leuten zusammen traditionelle Musik oder Musik in diesem Stil spielt, dieses spontane Miteinander Musik erschaffen und spielen, die Dynamik, die so eine kleine Session oder auch eine Band entwickeln kann. Das ist es eigentlich, was immer neu den Reiz ausmacht. Und das ist natürlich absolut richtig und für mich möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich finde, dass es so eine schöne gemeinsame Sprache ist, auch wenn man gegenseitig vielleicht keine Sprache hat, in der man kommunizieren kann. Mit Musik kann man sich tatsächlich weltweit verständigen und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und dass Töne Emotionen hervorrufen können beim Zuhörer, ist auch was eigentlich für mich an Magie grenzt. Der berührendste Moment in unserer musikalischen Karriere, das ist auch so eine Frage, kann man ganz schwer beantworten. Es gibt nicht einen Moment für mich. Es gibt viele kleine Momente, wenn man es erreicht hat oder wenn man es geschafft hat, jemanden im Publikum oder auch ein ganzes Publikum zu erreichen. Das ist Glückseligkeit. So, zum Beispiel, wenn man ein Lied geschrieben hat und die Leute kennen den Text und singen das alle mit, ganz inbrünstig. Das ist ein bewegender Moment auf jeden Fall. Ja, das Projekt, was wir im Moment planen und hoffentlich bald in die Tat umsetzen, ist das Deutsche Jugendfolkorchester. Wir brauchen Nachwuchs dringend in der deutschen Folkszene, damit nicht nur alte Säcke und alte Schachteln wie wir die Fackel weitertragen. Das Deutsche Jugendfolkorchester wird sich nächstes Jahr im Juli zum ersten Mal treffen für eine Probephase. Da werden wir Stücke gemeinsam entwickeln und arrangieren und zusammenarbeiten. Das Ganze wird gipfeln in einem Auftritt auf dem Rudolstadt-Festival nächstes Jahr. Welches Jahr Deutschland als Länderschwerpunkt hat. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Und natürlich werdet ihr die Informationen darüber, wer sich bewerben kann, welche Altersgruppe wir ansprechen etc. Im Folker finden. Da gibt es eine ganzseitige Anzeige, wo ihr schon mal die ersten Infos lesen könnt und später natürlich auf der Webseite www.jugendfolkorchester.de. Und wir denken, dass uns der Volker wie immer wohlwollend begleiten wird bei diesem Projekt. Also bleibt hier tuned, wie man sagt, schaut öfters mal rein. Abonniert den Volker, wenn ihr das noch nicht habt, ist ohnehin klar. Jo, und dann hoffen wir, dass wir uns sehen in Rudolstadt nächstes Jahr spätestens. Allerspätestens. Magie? Magie.